Moin Moin aus Hamburg. Ich bin heute hier mit Dirk Riedel, Trainer von der SG Bergedorf VM, Erste Herren aus der Hamburg-Liga. Dieses Video wird dir präsentiert von Sports Protect, dem Versicherungsschutz für Handballer. Sports Protect, offizieller Partner von sprungwurf.tv. Moin Dirk, danke, dass du Zeit genommen hast. Wir starten auch gleich. Letztes Jahr Tabellenneunter geworden. Wie fällt dein Fazit so nochmal aus von der letzten Saison? Ja, hat eigentlich keiner mit gerechnet, dass wir überhaupt drin bleiben, weil die Aufsteiger, die vorher hochgekommen sind, eigentlich immer automatisch wieder runtergegangen sind. Von daher sehr zufrieden mit der Saison, dass wir drin geblieben sind. Das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt auf die neue Saison mal blicken wir mal kurz. Mit Norderstedt, Fischbeck und Esing kommen jetzt ja drei Oberliga-Absteiger bei euch in die Liga rein. Wird ja dementsprechend wohl ein bisschen schwerer jetzt in der Liga, oder? Sehe ich nicht so. Für uns ist es halt wichtig, dass wir nicht absteigen und von daher ist wichtig, was von oben runterkommt. Dieses Jahr werden es vermeintlich weniger werden. Und von daher dürfte ein Platz 10 möglicherweise reichen und das ist dann halt auch, wenn ich das vorwegnehmen darf, das erklärte Ziel. Gut, da hast du ja schon mal eine Frage, einmal die eine von denen, die ich vorbereitet hatte, vorweggenommen. Aktuell seid ihr ja mitten in der Vorbereitung. Wie zufrieden bist du mit deinen Jungs? Mit den Jungs, die da sind, sehr zufrieden. Problem ist, dass wir halt durch Urlaub, aber auch durch starke Verletzungen, durch Krankheit etc. Sehr dezimiert sind. Von daher läuft es momentan halt nicht so, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Also eher so ein Kleingruppenspiel, beziehungsweise erstmal die Kondition wahrscheinlich dann aufbauen, ne? Das Aufbau, ganz genau. Das Taktische, das ist momentan ein bisschen hinten dran, aufgrund der Masse, die wir zur Verfügung haben. Kann ich mir gut vorstellen. Genau, jetzt sagst du, haben wir schon den Kader quasi kurz angerissen. Wen habt ihr jetzt alles neu? Wer ist bei euch alles weggegangen? Gibt es da großartige Veränderungen zur neuen Saison? Naja, also ein großes Manko ist, dass unsere gesamte rechte Seite halt weggefallen ist. Durch Studien, durch Seminare, durch Stipendien und so weiter. Und von daher müssen wir da natürlich ein bisschen umbauen. Haben einen Ersatz, zwei eigentlich aus der A-Jugend bekommen. Einer hat sich jetzt vor zwei Wochen einen Kreuzbandriss geholt. Der wird also diese Saison ausfallen. Ansonsten verstärkt auf der Torhüterposition oder zumindest ergänzt mit einem Spieler vom AMTV. Sitzen ja hier gerade vom Forum AMTV, von daher passt das eigentlich ganz gut. Und ein Spieler von TSG Bergedorf, von unserem Nachbarverein, der uns, denke ich mal, sehr gut weiterbringen wird in der Saison. Dann hast du gerade angesprochen, TSG Bergedorf ist ja eigentlich dann der Rivale, ne? Dann habt ihr da einen abgeworben oder ist er freiwillig gekommen oder gibt es da auch irgendwie jetzt böse Blicke vom Nachbarn? Ich denke, Rivale ist falsch gesagt. Wir spielen ja nicht in einer Liga, von daher denke ich mal, sollte man das nicht so betrachten. Zukünftig sollte man vielleicht eher sehen, dass man Kooperationen findet. Das ist das eine. Zum Zweiten, wie ihr vielleicht wisst, TSG ist abgestiegen. Und von daher ist das ein Spieler, der höhere Ambitionen hat. Denke ich mal, in der Landesliga, wo er vorher gespielt hat, auch nicht richtig aufgehoben war. Von daher versucht er jetzt den nächsten Schritt, entsprechend eine Liga höher. Und von da ist das. Genau, dann da ist die Hamburg-Liga schon mal nicht verkehrt. Blicken wir auch mal so in die Zukunft. Wen würdest du oben einschätzen? Ich würde mal behaupten, die drei Oberliga-Absteiger werden wahrscheinlich im oberen Tabellensegment sich wiederfinden. Bei Fischbeck und Esing sehe ich das so. Norderstedt weiß ich nicht so genau, weil da auch ein gewisser Abgang, glaube ich, da war. Die haben sich, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Wen ich halt entsprechend noch vorne sehe, ist Halstenbek, die sich ja extrem verstärkt haben. Und man darf sicherlich Barmbek nicht vergessen, die halt in der letzten Saison schon Dritter waren und entsprechend jetzt wohl auch noch ein paar Spiele aus der ersten bekommen haben, weil die sich natürlich aufgrund der dritten Liga auch verstärken mussten. Ich denke, trotz der Abgänge, die Barmbek hat, wird auch Barmbek wieder für die eine oder andere Überraschung sorgen und sich auch da oben festsetzen, meine ich. Blicken wir auch nochmal dann runter in den Tabellenkeller quasi. Ihr hattet das schon selber, du hast ja schon selber gesagt, Tabellenplatz 10 ist so eure Richtung, die ihr wahrscheinlich anpeilt. Wen siehst du noch unten mit dabei? Also wenn Platz 10 ausreichend ist, natürlich Platz 10. Wir wollen drinbleiben, das ist das erklärte Ziel. Das erste Jahr ist immer das Einfachere. Von daher werden das die beiden Aufsteiger vielleicht überraschenderweise auch einfacher haben, THB und Uetersen. Aber am Ende des Tages sollten die beiden hinter uns bleiben. Wenn noch einer nötig ist, dann muss man halt weitere holen. Sei es Nord, Pinnau,
Wir müssen drin bleiben, das ist die Hauptsache. Das stimmt. Ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Und ich wünsche viel Erfolg in der neuen Saison. Dankeschön. Als ich auf der Suche war für die richtige Absicherung für mein Hobby, habe ich glücklicherweise die Sports Protect Versicherung entdeckt. Denn dort kann ich sofort eine Kapitalleistung von bis zu 2000 Euro für einen Kapsel- oder Bänderriss erhalten. Lass dich unverbindlich beraten und genieße die Sicherheiten des Sports Protect Tarifs. Fordere jetzt dein unverbindliches Angebot bequem per E-Mail auf sportsprotect.de an. Sports Protect. Ein Muss für jeden Sportler.